Hallo und schönen guten Tag zu meinem 330. Mathe-Video, in dem ich meine Serie Wahrscheinlichkeitsrechnung fortsetze, weiterführe, weiter ausbaue. Und zwar wollte ich heute einmal ein paar Sätze über die Vierfeldertafel verlieren und zwei Beispiele dazu vorrechnen, mit einer kleinen Knobelaufgabe ganz am Ende. Ja, Vierfeldertafel. Vorteil einer Vierfeldertafel ist, dass sie einmal übersichtlicher ist als manche Baumdiagramme und dass sie mit Hilfe einer Vierfeldertafel gegebenenfalls eine Vereinfachung komplizierter, bedingter Wahrscheinlichkeitsrechnungen vornehmen kann. Wie gesagt, ist das aber immer so eine Diskussionsfrage, also was der eine als übersichtlich empfindet, da sagt der andere, warum soll ich was Neues lernen, wenn das auch mit dem Baumdiagramm geht. Gut, davon abgesehen, das Schema einer Vierfeldertafel sieht folgendermaßen aus. Ich habe ein Ereignis A, ein Gegenereignis A quer, ein Ereignis B und B quer. Ich mache das also hier für zwei Ereignisse. Man kann das auch für mehr machen, dann wird das natürlich komplizierter, aber zwei sind auch in den meisten Schulbüchern so Standard. Dann kommt hier oben, ich habe da den Betrag von A geschnitten B hingeschrieben, ich sage da gleich was zu. Hier oben rechts Betrag von A geschnitten B quer, hier unten der Betrag von A quer geschnitten B und hier der Betrag von A geschnitten B quer. Ganz am Ende, außerhalb dieser Vierfeldertafel, ist der Betrag von A. Hier hinten ist der Betrag von A quer und ebenso in den Spalten der Betrag von B und der Betrag von B quer. Hier unten rechts steht die Summe noch einmal zur Kontrolle. Man kann, ob man A und A quer, B und B quer, waagerecht oder senkrecht anordnet, ist entsprechend egal. Dann verändern sich hier die Bezeichnungen. Was wird nun für den Betrag von A geschnitten B eingetragen? Da kann man entweder absolute Häufigkeiten eintragen oder Wahrscheinlichkeiten. Das sind die Zahlen. Dann kriegt man hier rechts immer die Summen. Hier ist die Summe der ersten Zeile, hier hinten steht die Summe der zweiten Zeile, hier unten steht dann die Summe der ersten Spalte und hier unten die Summe der zweiten Spalte und hier die Gesamtsumme. Also einmal hier das plus dem steht hier und das plus dem muss hier stehen. Das muss dann natürlich übereinstimmen. Wie gesagt, entweder absolute Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten. Wie berechnet man nun eine Randwahrscheinlichkeit zum Beispiel? Das ist natürlich schnurzpieps einfach. Also Wahrscheinlichkeit von A wäre also hier die Summe von A. Die Summe von A, da ist das quer falsch. Bitte ich einmal um Nachsicht. So, das ist also die Summe von A, geteilt durch die Gesamtsumme und Berechnung einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung von B ist nach der von mir schon hergeleiteten oder erklärten Formel Betrag von A geschnitten B, also hier oben das Kästchen oben links, geteilt durch Betrag von B, also die Zahl, die Summe aus diesen zwei Spalten, aus diesen zwei Kästchen, die untereinander stehen. Okay, das also zur Theorie. Mit einem Beispiel ist das viel einfacher. Die Lederhosen tragenden Touristen sind, glaube ich, Standard. Auf einem Fest sind 140 Lederhosen tragende Touristen, 60 Touristen sind normal gekleidet. 10 Einheimische tragen Lederhosen, 40 tragen keine Lederhosen. Einer Lederhosen tragenden Person wird übel. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es ein Tourist? Ja, so eine Standardaufgabe. Was macht man als ersten Schritt? Ich habe das einmal schrittweise aufgemacht, damit man ein Schema hat, an das man sich halten kann. Sinnvolle Textabkürzungen definieren. Ich habe hier also geschrieben, für das Ereignis Tourist nehme ich ein großes T, das heißt Tourist in Klammern oder kein Einheimischer. Dann ist T quer. Dann ist T quer also kein Tourist oder ein Einheimischer. Ein großes L ist mit Lederhosen bekleidet und ein großes L quer ist ohne Lederhose bekleidet, hier im Text also normal gekleidet. Also gut. Zweiter Schritt. Man malt sich so eine Vierfeldertafel auf, so wie ich das hier gemacht habe. Ob ich jetzt L und L quer hier oben anordne und T quer hier unten. Ich könnte auch hier oben T und T quer anordnen und hier unten L und L quer, ist völlig egal. Ich habe es jetzt so gemacht. Als nächstes trägt man alle Zahlenangaben der Textaufgabe genau und ordentlich ein. Da ist große Sorgfalt vonnöten, denn es ist ganz klar, wenn mir jetzt hier Fehler passieren,
So wie in meinem ersten Versuch, den ich nicht veröffentlicht habe, dann wird auch jede Rechnung hier falsch. Also, wir gucken einmal. Auf einem Fest sind, ich gehe den Text durch, auf einem Fest sind 140 Lederhosen tragende Touristen. Das bedeutet, dass ich die 140 eintragen muss und da es Lederhosen tragende Touristen sind, meine Güte nochmal, jetzt mache ich es einfach so, ist das also Lederhosen und Tourist. Hier sind meine 140. Nächstens. 60 Touristen sind normal gekleidet. Ich habe also Touristen, die keine Lederhose tragen, also normal gekleidet. 60. 10 Einheimische tragen Lederhosen. Ich habe also 10 Nicht-Touristen, die Lederhosen tragen. Und ich habe 40 Einheimische, also 40 Nicht-Touristen, die keine Lederhose tragen. Die sind hier 40 Nicht-Touristen, die keine Lederhose tragen. Jetzt habe ich alles eingetragen und als nächstes fülle ich die restlichen Zahlen auf. Ich habe ja gesagt, hier zeilenmäßig ist immer die Summe. 140 plus 60 sind 200. Hier unten 10 plus 40 sind 50. Dann die Summe der Spalten. 140 plus 10 sind 150. 60, 40 sind 100. Wenn ich jetzt die letzte Zeile addiere, kriege ich 250 und bei der letzten Spalte kriege ich auch 250. Das ist also jetzt das vollständige Ausfüllen der Vierfeldertafel mit Hilfe der Textangaben, respektive der Berechnung der fehlenden Werte. Dritter Schritt, ich rechne die Aufgabe aus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es ein Tourist? Es ist also nach der Wahrscheinlichkeit von einem Tourist gefragt, der eine Lederhose trägt. Also P, Wahrscheinlichkeit eines Touristen unter der Bedingung, dass der die Lederhose trägt, ist nach der Formel für bedingte Wahrscheinlichkeiten der Schnitt aus diesem und diesem Ereignis, also L geschnitten mit T, durch den Betrag oder die entsprechende Zahl dafür, dass es sich um einen Lederhosenträger handelt. Wir schauen einmal an. T geschnitten L findet wir hier oben, sind 140 und Betrag von L. Die Menge aller Lederhosenträger ist hier unten 150, also ist die Wahrscheinlichkeit 140 durch 150 14 Fünfzehntel. Ihr könnt jetzt sagen, das geht mit dem Baumdiagramm genauso. Okay, kein Problem. Das wird schon mit dem Baumdiagramm schwieriger. Zweites Beispiel. In einem Ferienort, ich mache das mal ein bisschen größer, in einem Ferienort leben in der Saison fünfmal so viele Touristen wie Einheimische. 60% der Touristen tragen einen Hut, aber nur jeder fünfte Einheimische. Auf der Straße steht jemand mit Hut. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es kein Tourist? Ihr seht, die Beispiele, auch wenn ihr die anderen Beispiele dazu nehmt, die ähneln sich alle sehr. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil es um Bruchzahlen geht und weil einige Angaben fehlen. Ich erläutere das mal. Erster Schritt wieder. Ich finde sinnvolle Abkürzungen. H ist natürlich mit Hut. H quer ist ohne Hut. E ist ein Einheimischer. Und E quer ist diesmal kein Einheimischer, ein Tourist. Ihr seht, man kann das auch mit E oder E quer machen. Ich trage die Vierfeldertafel auf einem Blatt Papier. Ich habe hier gewählt H und H quer und E quer und muss jetzt alle Zahlen ausfüllen. Erste Bemerkung, 60% sind 60 Hundertstel als Bruch 3 Fünftel, denn ihr seht, ich nehme alles als Brüche. In einem Ferienort leben in der Saison fünfmal so viele Touristen wie Einheimische. Es geht also um die Gesamtsumme von Einheimische und Nicht-Einheimische und da habe ich jetzt genommen, einer von sechs ist also einheimisch und es leben fünfmal so viele Touristen, also 5/6. Ich nehme also die entsprechenden Bruchzahlen unabhängig von der wahren Größe der Einheimischen oder Touristen. Ich habe also 1/6 Einheimische und 5/6 Touristen und ihr seht, die Summe kann ich schon mal mit 1 benennen. 60% der Touristen, das sind 3 Fünftel, tragen einen Hut. 3 Fünftel, das ist dieses Teil hier, die Touristen, also die Nicht-Einheimischen, die einen Hut tragen, 3 Fünftel von allen Touristen ist 3 Fünftel
mal 5 Sechstel, denn ich habe 5 Sechstel Touristen, also 3 Fünftel von 5 Sechstel sind 3 Fünftel mal 5 Sechstel, das kommt hier hin. Aber nur jeder fünfte Einheimische, ein Fünftel von den Einheimischen, ein Fünftel von ein Sechstel ist ein Fünftel mal ein Sechstel. Ihr seht, mit diesem Eintragen ist der Text schon abgeschlossen. Das bedeutet, an dieser Stelle, wir wollen mal gucken, dass ich 1, 2, 3, 4 Fragezeichen habe. Die Summe 1 habe ich schon ausgefüllt, die ich ausfüllen muss, bevor ich also die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten ausrechne. Jetzt wissen wir natürlich, dass in einer Zeile hinten immer die Summe steht. Also ein Dreißigstel plus diesem hier sind 5 Dreißigstel oder dann muss hier also 5 Dreißigstel minus 1 Dreißigstel, 4 Dreißigstel. Man kann das auch im Kopf rechnen. 1 Dreißigstel plus wie viel ist 5 Dreißigstel? Genauso mache ich das in der zweiten Zeile. 15 Dreißigstel plus wie viel sind 25 Dreißigstel? Kommen natürlich 10 Dreißigstel hin. Ihr seht, ich habe die Brüche alle in Dreißigstel verwandelt, damit ich da nicht so rumstottern muss mit Dezimalzahlen oder ungleichnamigen Brüchen. Und dann trage ich die Summen ein. 1 Dreißigstel plus 15 Dreißigstel sind 16 Dreißigstel. 4 Dreißigstel plus 10 Dreißigstel sind 14 Dreißigstel. Und ich kontrolliere, 5 Dreißigstel und 25 Dreißigstel sind 30 Dreißigstel gleich 1. Und 16 Dreißigstel plus 14 Dreißigstel sind 30 Dreißigstel gleich 1. Dritter Schritt, ich berechne die gefragte bedingte Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit eines Einheimischen, also kein Tourist, ein Einheimischer, unter der Bedingung, dass er einen Hut trägt, ist P von H geschnitten E durch P von H. Schauen wir uns das an. H geschnitten E steht hier. 1 Dreißigstel P von H ist, steht hier unten, 16 Dreißigstel. Also habe ich 1 Dreißigstel durch 16 Dreißigstel, 1 Sechzehntel. Ja, so gehen die alle. Zum Knobeln folgendes. Aus einer solchen Vierfeldertafel lassen sich auch kompliziertere bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen, recht mühelos ablesen. Das ist jetzt ein bisschen gelogen. Das ist hier keinesfalls mühelos. Man muss ein bisschen überlegen und knobeln, was bei Baumdiagrammen zumindest ziemlich arbeitslastig wäre. Also, die Wahrscheinlichkeit von E quer unter der Bedingung E vereinigt H. Also die Wahrscheinlichkeit eines Nicht-Einheimischen aus der Menge E vereinigt H ist gleich nach der Formel. E vereinigt H geschnitten E quer durch P von E vereinigt H. So, ist gleich. Und jetzt habt ihr was zum Knobeln. Hier oben kommen 15 Dreißigstel hin und hier unten kommen 20 Dreißigstel hin. 15 Dreißigstel durch 20 Dreißigstel sind 15 Zwanzigstel, ist gleich 3 Viertel. Die Frage ist natürlich, warum ist diese Wahrscheinlichkeit hier im Zähler 15 Dreißigstel und warum ist diese Wahrscheinlichkeit im Nenner 20 Dreißigstel? Da muss man ein bisschen die alten Videos gucken und es geht also nicht ganz so einfach. Man kann es nicht direkt, das kann ich natürlich fragen, erstmal aus der Vierfeldertafel ablesen, sondern man muss ein bisschen Nebenrechnung machen. Ja, wenn es euch gefällt, klasse, vielleicht schaut ihr euch das nächste Video an. Diese Unterlagen hier aus dem Video stelle ich natürlich auf meiner Homepage unter www.raphaelbiere.de als PDF zum Download zur Verfügung. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr euch das angeschaut habt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.